Die Hajjatul Wada' wird übersetzt als die Abschieds, als der Abschieds-Hajj, die Abschieds-Pilgerreise. Man nennt sie auch, sie hat ein paar andere Namen, Hajjatul Islam nennt man sie auch. Warum nennt man sie die Abschieds-Pilgerreise? Das suggeriert vielleicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Pilgerfahrten gemacht hat, sahih. In der Tatsache ist es aber nicht so, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur eine einzige Hajj gemacht. Es ist hier ein interessanter Punkt, den man gerade mal so nebenbei erwähnen kann. Einer der Mashaikh sagte, es ist das ständige Wiederholen vom Hajj und von der Umrah, jedes Jahr zu Hajj und zu Umrah zu gehen, auch wenn es also grundsätzlich, es gibt Texte in der Sunna, die dazu anspornen, diese Handlungen, zum Beispiel insbesondere die Umrah, zu wiederholen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über die Umrah, dass die Umrah zur Umrah eine Kafara ist, also das, was zwischen der Umrah und zur nächsten Umrah liegt, eine Kafara ist. Aber er sagte, in den Zeiten des Bedarfs, dass es einen allgemeinen Bedarf unter den Muslimen gibt, in jeder Hinsicht, nach materiellen Gütern, sei es jetzt in Form von, fertigen Produkten oder in Form von flüssigen Geldmitteln, in einer Phase, wo das nötig ist, in jeder Ecke, sei es in der Da'wah, sei es im Stillen der Bedürfnisse der Muslime, sei es im Verbreiten von Material, im Drucken von Büchern, was auch immer, ne? In einer Situation, wo das so dringend nötig ist, ständig zu Umrah, zu Hajj zu gehen, das ist eine Form von, nennen wir es Ibadah-Luxus. Die Ibadah, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass Ibn al-Qayyim in seinem Buch Madarij al-Salikin, er sagt, die Frage, was ist die beste Ibadah? Was ist die vortrefflichste Ibadah? Es gibt, die Ahl al-Ilm sind darin verschiedener Meinung. Manche sind der Auffassung, dass grundsätzlich jede Ibadah, die dich überschreitet, also deren Nutzen dich überschreitet, ist besser. Dann wären zum Beispiel das Spenden, das Unterrichten, das Helfen und was auch immer, das wäre besser, weil davon hast nicht nur du was, sondern auch jemand anderer. Tatsache ist sogar, dass wir im Koran Anspielungen darauf finden, dass Ibadat, die etwas Soziales haben, also einen sozialen Aspekt haben, dass sie einen gewissen Vorrang haben. Allah Ta'ala sagt, und das ist diese Ayah ist sehr interessant und sehr wichtig, weil diese Ayah ist wieder Hadith von Jibril. Ihr kennt den Hadith von Jibril, wo er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam in Gestalt eines Menschen. Er hat gefragt, was ist der Islam, was ist der Iman, was ist der Ihsan? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn all diese drei Komponente des Islams sozusagen in einer etwas detaillierten Art dargestellt, auch wenn es nicht ganz detailvoll war, aber einige Details hat er genannt. Die Ahlul Ilm sagen, dieser Hadith ist der Islam. Dieser Hadith beinhaltet den gesamten Islam. Und diese Ayah, von der ich rede, sie beinhaltet auch den gesamten Islam. Das heißt, wenn dich jemand fragt, was ist der Islam, dann kannst du ihm diesen Vers vortragen. Allah Ta'ala sagt, er sagt, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Es ging hier um den Wechsel der Qibla von einer Richtung in die andere. Und die Leute haben sich dann darüber gestritten. Die Muslime haben sich mit den Ahlul Kitab darüber gestritten. Welche Qibla ist denn jetzt vortrefflicher? Unsere Qibla im Jerusalem hier, das ist der Ort der Propheten gewesen und die Qibla der Propheten und ihr habt ja auch hierhin gebetet. Und jetzt wechselt ihr. Und dann haben sie sich darüber gestritten. Derartige Streitereien gab es auch in anderen Dingen, werde ich gleich ein Beispiel noch nennen. Allah Ta'ala sagt, die Frömmigkeit liegt nicht darin, also ist nicht bloß die Form. Ich rede immer von Formen. Es geht nicht wieder um diese Form, einfach nur die Gebetsrichtung zu wechseln. Es geht nicht um die Form. Es geht um die Bewegungsgründe, was dich dazu gebracht hat. Warum hast du deine Richtung geändert? Und dann sagt Allah Ta'ala, also ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Das ist nicht die Rechtschaffenheit und die Frömmigkeit, die Gebetsrichtung zu wechseln. Was ist die Frömmigkeit? Was ist Rechtschaffenheit?
Was ist der Islam? Dann sagt er, walakin al birra man amana billahi wal yawm al akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Das sind die fünf Iman-Inhalte. Aber fromm ist, wer den Iman, oder die Frömmigkeit ist die Frömmigkeit dessen, wer an Allah glaubt. Und dann nennt er diese fünf Säulen des Iman. Das sind innere Aspekte, sag? Also hauptsächlich, grundsätzlich ist der Iman etwas vom Herzen. Und das hat nichts mit der Aqida der Murji'a zu tun, dass wir sagen, der Iman besteht nur aus inneren Überzeugungen. Hier geht es darum, dass der Iman aus dem Herzen sozusagen, er entspringt aus dem Herzen. Er kommt aus dem Herzen, hat dann natürlich Auswirkungen auf den Körper und auf die Aussagen. Das ist nicht die Sache. Und danach, jetzt kommt der interessante Punkt. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Es gibt ja noch viele andere Sachen. Was ist dann der Iman? Was ist die Frömmigkeit? Jetzt schaut auf die Reihenfolge. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ودن وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. الله تعالى sagt الله تعالى sagt hier danach, also nach den fünf Säulen des Iman, aber der Iman sind die fünf Säulen. Und dann, und wer sein Vermögen auf dem Wege Allahs gibt, den Nahverwandten, den Weisen, den Bedürftigen, zur Befreiung der Gefangenen und so weiter, er nennt einige sozusagen Stellen, wo man das Geld ausgeben wird. Dann, ihr seht, das ist etwas Soziales, ne? Das hat nicht nur mit dir zu tun, sondern das hat immer mit dir und mit einem anderen zu tun. Aber in Form der Ibadah. Und dann kommt das Gebet. Nach dieser ganzen Palette an Handlungen kommt das Gebet. Das ist nämlich nur eine Sache zwischen dir und Allah Ta'ala. Davon profitiert kein anderer. Und dann nennt er die Zakat. Und dann kommen wieder, also wenn hier zwei, ich nenne es mal körperliche Handlungen genannt, zwei körperliche Handlungen. Und dann kommen wieder innerliche Aspekte, was-sabirin, und die geduldig sind. Die geduldig sind bei Not und bei Bedrängnis und im Krieg. Das sind wieder innere Aspekte, die Geduld. Wir sehen also hier im Zentrum und im Kern der ganzen Sache des Iman steht das Herz. Was ich sagen wollte, in derartigen Zeiten ist es nicht, und auch wenn es einem selbst persönlich gefällt, man macht es aus seinem eigenen Genuss her, man empfindet dabei Genuss und Spaß, Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Aber in diesen Zeiten jedes Jahr zur Umrah zu gehen, jedes Jahr zur Umrah zu gehen und 1.500 Euro auszugeben für die Umrah, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, das ist nicht unbedingt, yani, das hat nicht unbedingt die Priorität, das sind falsche Prioritäten.